Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, oh, das ist das Museum, ne? Da wollen wir nicht hin. Da wollte ich auch nicht hin. Wir sind hier gerade dabei, nachdem wir die ganzen Fahrradteile noch rumgeschossen haben, ein paar andere Herausforderungen zu machen. Und wir schauen uns jetzt mal an. Kann ich nochmal öffnen? So, hier, okay. Harry-Angelegenheit. Ich soll den kaputten Hirsch zusammenbauen. Das machen wir doch mal direkt. Den Graf Hirsch, den haben wir in einem Teil nach oben geschossen. Jetzt bauen wir den uns so zusammen, wie wir das wollen. Ich lasse den Tor so trotzdem so dran. Und kann wahrscheinlich das Teil so flippen. Und versuche damit... Nein. Ah, Snappy Mode. Eine interessantere Rakete zu bauen, in dem Fall. So. Wir sollen dabei 700 Meter erreichen. Leute, wir werden jetzt probieren, das so einzusetzen, wie gut es geht. Und auch ein paar Flaps brauchen wir dafür. Wo sind die scheiß Flaps jetzt? Die sind hier oben wahrscheinlich. PCP, ne? Okay. Bauen wir mal das Teil hier. 700 Meter soll es erreichen. Bisschen komisch zusammengesetzt, aber hey. Ich würde sagen, wir starten das Ding einfach 3, 2, 1. Ich habe mir mehr erwartet. Okay, zurück zur Zeichnung. Vergessen wir mal das. Wir haben ja unsere unsere Triebwerke. Nehmen wir das volle Triebwerk. Treibstoff aus dem großen Tank. Und verbinden das jetzt mal. Wir können natürlich jetzt sagen, okay, wir machen jetzt hier so, dass wir das Retro-Teil nehmen. Hier dazu einbauen. Zwei Triebwerke. Und dann tun wir einen Teiler rein. So, jetzt geht das, zack. Bauen wir mal das Teil. Das müsste doch gut fliegen, oder? Rein theoretisch. Start. Und 3, 2, 1. Okay, die Triebwerke halten aber auch nicht so lange. Wie soll ich das auf 700 Meter kriegen? So eine blöde Frage. Wie kriege ich den auf 700 Meter? Komm, wir tun das trotzdem wieder mal hochladen. Motor, Jagdtrophäe, Modular Körper und Treibstoff. Und das tun wir jetzt einfach hochladen. Einfach damit wir ein paar Punkte kriegen. Super Kombination, clever. 36.000 Aufrufe, 390 Abonnenten. Das ist nicht schlecht. Und bringt uns nochmal ein bisschen Geld in die Tasche. Sogar ordentlich, höh. Okay. Jetzt müssen wir nur gucken. Wir haben jetzt hier zur Auswahl andere Tanks. Schauen. Zwillingsjacks, umgerüstet Jettriebwerk. Kleine Gasflasche, große Gasflasche. Ich will das große Gasflaschenteil kaufen. Und kaufen. Das kostet auch 290, aber das ist gleich gar nicht schlecht. Wir sparen mal auf das Ding.
Jetzt gehen wir nochmal ins Bautriebwerk. Boston Dynamics. Baue mindestens 3 Drehgelenke. Drehe einen Teil der Rakete mechanisch mittels des Drehgelenks. Erreiche ein hohes Teil für. Standrakete. Vollführe ein Looping. Zünde schwere Feuerwerkskörper über von 100 Metern. Toilettensturz. Baue mindestens 2 Bretter ein, starte eine Rakete. Das probieren wir jetzt mal. Holz. 2 Planken. So, haben wir erledigt. Dann kriegt das eine Nase oben drauf. Oh. Jetzt brauchen wir eine passende Nase dafür. Das ist jetzt eine Hard One. Das müssen wir jetzt probieren, so gut wie möglich zu machen. Mal Snip-Grading wieder an. Und um die Nase rein. Und dann gibt es unten 2 Booster-Trays. Sehen wir mal gucken, wie groß dieses Treibstoff-Ding ist, das neue. Würde mich jetzt interessieren, wie gut das fliegt mit den Triebwerken. 300, 700. Dann brauchen wir natürlich einen Splitter. Jetzt machen wir Verbinder. Ah, Verbinder brauche ich. Schauen wir, wie gut die Blanken fliegen, oder? Zack, zusammensetzen. Und zum Start. Planken mit einem Tank drin. Wer kommt auf so eine Idee? Let's go. Oh oh. Oh oh. Und tschüss. Ah, wie es langsam zur Seite gedreht hat. Hups. Aber hey, wir haben die Aufgabe erfüllt. Das ist doch alles, was zählt. Stabiler Flugwinkel aufgrund von mangelnder Flossenstärke, okay. Ja, Techno, Fortschritt, Planken, Doppellauf, Clever, noch nicht verwendet, noch nicht verwendet, noch nicht verwendet. Ich kann ein fünftes verwenden, ne? Kann ich noch ein Clever? Verbindung. Video hochladen. Schauen wir mal. Hochgeladen. Kombination seltsam und clever. 50.000 Aufrufe, 700 Abonnenten. Das ist Respekt. Und wie viel kriegen wir? Na, schon bei 80, nice. Fortsetzen. Pyrotechnik-Fan aus Polen. 2 neue Nachrichten. Was das Holz angeht. So, das war hervorragend, sagt sie. Du hast bewiesen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Ein echter Kalauer. Also, was ist denn? Wie hat es dir gefallen, eine Rakete aus Holz zu bauen? Gut, viel einfacher als Schrottteile. Weckt mich nicht gerade. Irgendwie fühlt sich für mich alles gleich an. Ach komm, wir tun ihr so ein bisschen sagen: Cool, Holz. Sonst wird es ja nichts. Ich habe noch ein tolles. Es mit einem Teddy zu kombinieren. Eine Palette, okay. Nette Herausforderung. Ja, why not? Wenn ihr mir sagt, ich kann, dass wir die auch noch verarbeiten können in Formen, das ist ja natürlich geil. Muss ich dringend. Du solltest dich von ihren Haus. Warum? Sie ist allgemein bekannt, dass sie sehr ehrgeizig ist und ihre Ideale oft mit übersteigendem Eifer verfolgt. Wenn du mich fragst, ist sie verrückt, insbesondere gegenüber Schrottnutzern. Mal sehen, also er warnt uns jetzt vor ihr, weil sie belästigt haben soll, Leute. Versuch dich auf mit ihrer politischen Agenda auf ihre Seite zu ziehen. Klimawandel ist nur. Okay.
Ja. Es ist viel stabiler und gestattet die Nutzung von schweren Triebwerken. Ach komm, wir probieren es einfach. Aber bitte wege noch eine Herausforderung mit den Fahrradteilen ab. Danach kann... Was soll ich bauen? Was will er denn von mir? Ein Fahrradengel. Ein Fahrradengel. Du kannst zwei Fahrradrahmen als Flügel und ein Rad als Engelschein verwenden. Gib ihm den Teddybär in die Hand und schick ihn noch in den Himmel. Okay, das ist auch eine interessante Herausforderung. Das sind halt wirklich jetzt so Bauherausforderungen. Als erstes schicken... Ja, wir machen erstes den Engelchen. Das Engelchen hier. Wo ist das Fahrrad? Also wir haben einen Flügel. Den zweiten Flügel drehen wir so dran. Bau ein Rad ein. So vielleicht. Ah, vielleicht muss ich das mit Grid-Modus wieder raus, ne? Yep. Dann gehen wir in den Grid-Modus. Ach, das geht jetzt zum Beispiel auch wieder nicht, dass es genauso allein ist, wie ich es haben will. Zack. Bau einen Teddybär ein. Der Teddybär fliegt oben drüber. Der steigt oben auf. Erreiche 250 Meter. Mit ein paar Boostern sollte das gut funktionieren. Ach, come on, das geht sich nicht aus, oder was? Dann machen wir das so. Ach, schau dann, ah. Alleine. Dann bauen wir das Ding nochmal. Schauen wir mal. Ein Fahrradengel. Schaut eher aus wie ein Tie-Jet. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Wo soll es fliegen? Das waren ja nicht mal ansatzweise 250 Meter. Ich bin dafür, wir gehen wieder den Triebwerkweg. Treibstoff nehmen wir wieder den großen Tank. Gritty System. So. Triebwerk hier unten dran einfach direkt. Und dann ich weiß nicht, ob ich da direkt jetzt die Verbindung ziehen kann. Perfekt, geht. Nice. Dann müssen wir natürlich noch in die Konstruktion ein bisschen Stabilisation einbauen. Und da würde ich an verschiedensten Punkten einfach PVC-Teile einbauen. Die dafür sorgen sollen, dass vielleicht schwebende Teile entdeckt wurden. Was sind bei den schwebenden Teilen? Das ist ein schwebendes Teil, okay. Duplizieren. Hinten. So, okay, dann würde ich sagen, dann bauen wir das jetzt so. So. Gehen wir mal auf die Startrampe. Und natürlich wieder Höhe. 3, 2, 1. Das war knapp. Looping-Rekord 4. Ich glaube, das laden wir hoch. Achterbahn. Glück. Schwingen. Symmetrisch. Teddybär.
Holy shit. Okay, das war... Kombination wild. Mit ein paar Abonnenten, okay. Und wir haben die 100 geknackt. Nice. Okay, andere Idee. Wie machen wir das? Nein, ich will weiter den Fahrradengel bauen. Aber Leute, ich würde sagen, den machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass es dann mit dem nächsten Mal auch klappt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.